Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich von meiner Seite zu meinem Referat begrüßen. Ich freue mich, zum zweiten Mal hier sein zu dürfen, vor einem Jahr, zu einem eigentlich fast identischen Thema, wobei wir das letzte Jahr den Themenschwerpunkt ein bisschen anders gesetzt haben und dieses Jahr habe ich mich bemüht, um Sie auch nicht zu langweilen, nicht noch einmal das Gleiche zu erzählen, sondern meine Aufgabe besteht darin, eigentlich die aktuelle Situation an den Finanzmärkten mit Ihnen ein bisschen zu reflektieren. Wir wollen das so angehen, dass ich Ihnen ein paar Folien mitgebracht habe mit einigen Daten, Charts, Preislinien und Abbildungen. Ich will Sie damit jetzt eigentlich dann auch nicht zu sehr langweilen. Sie sollen eher so Anhaltspunkt oder Gedankenimpuls sein, um uns zu überlegen, was steckt eigentlich dahinter, hinter all diesen Zahlen, hinter all diesen Preisbewegungen, was sind die großen Themen, die momentan am Finanzmarkt sich abspielen. Und das Spannende hierbei ist immer, man merkt sehr schnell, die Finanzwelt ist halt dann eng verflochten mit politischen Entwicklungen, geopolitischen Entwicklungen, mit auch gesellschaftlichen Themen. Und ich freue mich, das dann auch mit Ihnen zu diskutieren. Wir hätten geplant, dass im Anschluss am Referat selber wir in eine Diskussion eintreten. Selbstverständlich dürfen Sie auch während meines Referates, wenn Sie das Gefühl haben, da will ich jetzt nachhaken oder das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden oder Sie sind ganz anderer Meinung, bitte melden Sie sich. Ich habe das letzte Mal schon festgestellt, das Spannendste ist ja mit Ihnen zu diskutieren und etwas langweiliger ist es, wenn ich einfach hier vorne referieren muss. Umgekehrt allerdings, ich bin vorbereitet, also ich kann auch 90 Minuten durchreferieren, wenn es sein muss und Sie keine Fragen stellen, aber ich bin sicher, da werden Fragen kommen. Ich hätte geplant, mein Referat wie folgt ein bisschen zu strukturieren oder aufzubauen. Ich werde zuerst ein paar Worte zur konjunkturellen Lage abgeben. Dann werde ich schnell auf die Problembereiche versuchen einzugehen, die sich zurzeit ergeben an den Märkten. Ich habe das betitelt mit Marktverzerrung. Das Wort per se ist schon so angsteinflößend, dass das PowerPoint auch die Titel verschoben hat. Also das wäre eigentlich hier alles linksbündig, aber ist wohl ein kleiner Fehler bei der Übertragung der Datei passiert. Ich bitte hier um Nachsicht. Und dann werde ich versuchen, das Fazit zu ziehen über das, was ich dargestellt habe. Nun, im Prinzip, wenn Sie jetzt ganz oben beginnen würden und der Frage nachgehen möchten, was tut sich eigentlich zurzeit an den Finanzmärkten, dann gibt es eigentlich zwei Themen. Und das sind die zwei Themen, die den Finanzmarkt zurzeit sehr stark beschäftigen. Das eine hat mit China zu tun, das andere hat mit der amerikanischen Nationalbank zu tun. Um was geht es bei China? China galt lange Zeit als Lokomotive der globalen Konjunktur. Das ist eine Erfolgsstory. China hat in den letzten 15 Jahren wahnsinnig viel Wachstum generiert. Das hat vor allem viel damit zu tun, dass es natürlich ein boomendes Land ist. Sehr stark tätig im ganzen Rohstoffsektor. China importiert sehr viele Rohstoffe und verarbeitet diese und exportiert sie dann wieder. China galt oder gilt auch als Billigproduzent für die Welt. Das sehen Sie schon an Ihrem Handy, das Sie bei sich haben. Die meisten Handygeräte werden in China zusammengebaut, obwohl Apple draufsteht oder Samsung. Sie werden aber in China zusammengebaut, halt billig und dann an den Weltmärkten dann exportiert und verkauft. Und China hat hier in den letzten Jahren sich etabliert als eben Produktionsstandort für sehr viele westliche Industrieländer. Und dieser Boom war aber nicht nur für China gut, sondern war generell für die gesamte Weltwirtschaft gut, weil China eben nicht nur produziert hat, sondern auch Dinge nachgefragt hat, gerade im Rohstoffbereich. Und das führte zu einer starken globalen Nachfrage nach sehr vielen Rohstoffen. Und das war eigentlich positiv für die gesamte globale Weltwirtschaft, insbesondere wenn Sie bedenken, dass ja die westliche Welt aufgrund der Finanzkrise eher nicht so tolle Jahre so in letzter Zeit hatte. Also China war so der stabile Pfeiler, wenn Sie so wollen, der Weltkonjunktur. Das hat sich jetzt aber verändert. China ist seit einigen Quartalen in eine etwas gedämpftere Wachstumsdynamik geraten. Jetzt notabene muss man immer sagen, verglichen zu uns wachsen die immer noch sehr stark. Also China ist jetzt lange Jahre fast im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr gewachsen.
Jetzt sind sie ungefähr bei 6,5% Wirtschaftswachstum pro Jahr. Das wäre für Europa immer noch gigantisch. Ja, wir dümpeln so bei 1% rum, China 6,5%. Aber verglichen zu den Wachstumsraten, die China früher hatte, ist es halt sehr, sehr wenig oder weniger. Und das spürt man jetzt global. Also diese fehlende Nachfrage seitens von China, die spürt man global. Und dort, wo sie sehr eklatant, wenn Sie so möchten, feststellen können, ist zurzeit an den Rohstoffmärkten. Vielleicht haben Sie das verfolgen können, dass sehr viele Rohstoffpreise ganz, ganz tief gefallen sind. Sie sehen es beim Tanken. Ja, dass Benzin und Diesel deutlich billiger ist als noch vor 2 Jahren, aber Sie würden diese Preisentwicklungen im Kupferbereich sehen, im Aluminiumbereich. Gold ist billig, Silber ist billig, Erdöl ist extrem billig, ja, zurzeit bei etwa 50 Dollar pro Fass. Der Preis war mal bei 110 Dollar pro Fass vor nicht so langer Zeit. Und man erklärt das alles mit einer vor allem sinkenden Nachfrage aus China. Darum ist es sehr wichtig einzuschätzen, was ist jetzt eigentlich in China los. Jetzt über China zu sprechen, ist natürlich per se sehr spannend, ja, weil wir würden ja dann nicht nur über die wirtschaftliche Situation des Landes sprechen, sondern selbstverständlich gibt es eine sehr spezielle, auch politische Situation des Landes. Vom Wirtschaftssystem her betrachtet ist ja China darum sehr interessant, weil ein ehemals kommunistisches Land, wenn Sie so möchten, inzwischen eigentlich sehr modern geworden ist und einen, wenn Sie so wollen, staatlich gesteuerten Kapitalismus lebt. Das heißt, grundsätzlich ist das System weiterhin absolut staatlich dominiert, aber das Land lässt langsam marktwirtschaftliche Prinzipien zu, kontrolliert oder versucht aber weiterhin sehr stark beispielsweise Preise zu kontrollieren, also über den Staat selber. Ist an und für sich ein bisschen ein Widerspruch, dass Sie sagen, Sie haben ein marktwirtschaftliches, kapitalistisches System mit Preisen, aber Sie kontrollieren die Preise, das ist irgendwo ein Widerspruch. Aber China ist es bisher zumindest relativ gut gelungen, ihre Wirtschaft durch die letzten 20, 30 Jahre so zu manövrieren, ohne dass sie eigentlich große Wirtschaftskrisen erlebt haben. Wir wären froh in Westeuropa, wir könnten das Gleiche sagen. Uns ist es ja nicht ganz so gelungen. Also ein paar Krisen hatten wir. Jetzt gibt es ja einige, die sagen, die Chinesen sind die besseren Kapitalisten als wir. Ja, die haben das besser verstanden, wie man das macht. Die Geschichte wird zeigen, ob das wirklich der Fall ist. Auf jeden Fall ist das jetzt eine der zentralsten Fragen, was ist eigentlich mit China los? Wie gut oder wie schlecht geht es denen wirklich? Jetzt unser Zugang zu dem Thema wäre, wir würden uns einfach die Wirtschaftszahlen anschauen. Ja, wir würden die Statistiken anschauen, also wenn wir der Frage nachgehen würden, geht es Österreich wirtschaftlich gut? Gibt es eine Fülle von Statistiken, wo Sie hineinschauen könnten, BIP-Wachstum, all diese Dinge. Und dann hätten Sie ein relativ klares Bild. Jetzt bei China können Sie das natürlich auch machen, aber es gibt ein großes Problem. Niemand traut diesen Zahlen, weil man eben weiß, dass China den Markt, ja, ich habe gesagt kontrolliert, jemand anders würde vielleicht sagen manipuliert, ist dann natürlich auch die Frage, stimmen all diese Zahlen, diese Statistiken, die es über die volkswirtschaftliche Entwicklung des Landes gibt. Und an den Märkten mehren sich jetzt hier einfach die Zweifel, die sagen, ob die 6,5%, die offiziell jetzt beispielsweise ganz aktuell von der chinesischen Regierung veröffentlicht werden, wirklich stimmen, wird in Zweifel gezogen. Und man befürchtet halt, dass es in Wahrheit viel, viel schlechter ist in China, wirtschaftlich gesehen, und dass die dortige Regierung oder Partei halt versucht, das ein bisschen zu kaschieren. Der Punkt ist jetzt, falls es China wirklich viel schlechter geht, hätte das weitreichende Implikationen wahrscheinlich. Warum? Erstens mal rein ökonomisch, weil wenn es China wirklich viel schlechter geht, dann wäre zum Beispiel dann schnell mal eine Frage, wie stabil sind denn die chinesischen Banken beispielsweise? Oder wie weiter kann China die Weltkonjunktur dann noch tiefer in die Verlustzone führen? Aber das alleine würde ja dem Problem eigentlich nicht gerecht werden, das entstünde, wenn eben China wirtschaftlich wirklich große Probleme hätte. Denn sogleich wären die gesellschaftlichen Implikationen im Raum.
Denn, so kann man glaube ich sagen, man versucht in China natürlich durch dieses Wachstum der letzten 15 Jahre auch die Bevölkerung ein bisschen so zu beruhigen und sie eher zu motivieren, an wachsenden Einkommen zu denken und weniger darüber zu denken, wie viele Rechte und wie viel Demokratie in dem Land herrscht. In dem Moment aber, wo diese wirtschaftliche Perspektive wahrscheinlich mal nicht mehr da ist oder fehlen würde, ist es anzunehmen, dass es dann mehr Unruhe im Land geben würde. Und selbstverständlich wäre das genau das Szenario, was die Regierung in China auf gar keinen Falle, denke ich, sehen möchte. Und jetzt ist China halt in einer schwierigen Lage, weil sie eben alles kontrolliert. In dem Moment, wo wirtschaftlich das Land vielleicht viel schlechter dasteht, als es sollte, muss China intervenieren. Und jetzt wird es natürlich brenzlig, weil angenommen, China würde ein großes Konjunkturprogramm ankündigen, etwas, das man ja bei uns machen würde, wenn zum Beispiel die Arbeitslosigkeit hoch wäre, dann wäre das eigentlich ein Eingeständnis dafür, dass es China schlecht geht. Und das wollen die Chinesen ja auch nicht zum Ausdruck bringen. Und jetzt sehen Sie, dass, wenn Sie so wollen, ein bisschen kommunikative Probleme, dass das Land hat. Es darf einerseits nichts ankündigen, was helfen würde, um die Konjunktur zu stützen, weil das ja das Eingeständnis wäre, dass es der Konjunktur schlecht geht. Da die chinesische Regierung ständig an allen Vorträgen und in allen Pressemitteilungen geht, sie haben eh kein konjunkturelles Problem, dürfen sie natürlich dann auch keine konjunkturellen Maßnahmen setzen. Das ist so ein bisschen ein instabiles Gleichgewicht, das herrscht, oder andersrum formuliert, es gibt einfach sehr viele Zweifel bezüglich der Frage, wie steht es nun tatsächlich mit China? Und solange diese Zweifel im Raum sind, bleibt der Finanzmarkt halt nervös bezüglich dieser Frage. Er möchte Klarheit haben, wie gut steht es um China. Und das erklärt das, was in den letzten Monaten an der Börse passiert ist. Vielleicht haben Sie das verfolgen können im Juli und August. Das waren eher schlechte Monate am Finanzmarkt, weil genau diese Zweifel in den Markt hineingekommen sind und die Börsen deutlich korrigiert haben. Sie haben es gesehen, unmittelbar jetzt an den Aktien, die in Deutschland gehandelt werden, an den DAX-Titeln, weil da haben Sie halt Firmen wie die Autoproduzenten, wie Siemens, die halt sehr viel Geschäft in Asien und in China machen, und diese Sorgen über die konjunkturelle Entwicklung hat sich dann gezeigt in der Aktienkursentwicklung dieser Länder. Also das ist mal ein großes Thema, wo wir bis heute einfach keine Klarheit haben. Das beschäftigt die Märkte, da schaut man tagtäglich, welche Informationen kommen aus China, um hier abzulesen, wie schlecht, wie gut steht es wirklich um China. Ich denke, China ist ökonomisch wie auch gesellschaftspolitisch ein äußerst interessanter Fall, ein äußerst interessantes Land, weil Sie ja diese Szenarien ja auch mal durchdenken könnten. Heute sagen wir ja alle, China ist boomendes Land, trotz jetzt der Sorgen, die wir haben, ist stark gewachsen. 1 Milliarde Einwohner, ein extrem wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Politisch gewinnt China auch ständig an Bedeutung. Aber wie könnte so ein Szenario aussehen, wenn innenpolitische Unruhen entstehen? Was könnte dann im Land passieren? Und wir erahnen, dass eine solche Entwicklung natürlich, sagen wir mal, ungeahntes negatives Potenzial in sich trägt, weil die Kräfte in dem Land, in dem Moment, wo der Zentralstaat wahrscheinlich die Macht nicht mehr so steuern kann oder nicht mehr so applizieren kann, diese Kräfte würden auseinanderfallen und wahrscheinlich wäre China unter Umständen halt ähnlich zu sehen wie der Zerfall der Sowjetunion oder andere Wirtschaftsräume, die halt dann in regionalere Räume aufgehen. Aber der Weg dahin wäre natürlich äußerst schmerzhaft und mit vielen Unwägbarkeiten begleitet, weil sie natürlich nicht wissen, wie eine solche Entwicklung dann tatsächlich abläuft. Also das ist mal das ganze Thema China, das beschäftigt sehr stark. Dann auf der anderen Seite gibt es die Thematik der Notenbanken. Was haben die Notenbanken in den letzten Jahren gemacht? Sie waren irgendwo wie die Feuerwehr an den Finanzmärkten. Nach der Finanzkrise, also in dem Jahr 2007 und 2008,
Sie erinnern sich vielleicht noch, 15. September 2008, die Bank Lehman, eine ganz große internationale Bank, geht in den Konkurs und das führt zu einer Panikwelle rund um den Globus an den Finanzmärkten. Und den Effekt von dessen, was in diesen Tagen dort geschehen ist, das spüren wir irgendwo heute noch. Was damals passiert ist, ist, dass die Notenbanken dann eingesprungen sind, um das Weltfinanzsystem zu retten. Das ist eigentlich das, was sie gemacht haben, indem sie dem Finanzsystem Liquidität zugeführt haben. Das ist einfach in einfachen Worten jetzt gesagt, sie haben tatsächlich einfach Geld gedruckt und dieses zusätzliche Geld führt eben dazu, dass die Zinssätze sinken. Wenn mehr Geld da ist, ist der Preis von Geld dann tiefer und der Preis von Geld ist eben der Zinssatz, die Zinsen sinken. Und das ist eine Beruhigungspille für den Finanzmarkt. Wenn genügend Liquidität und tiefe Zinsen da sind, dann wird die Panik an den Finanzmärkten, die Unruhe und Unsicherheit, die sie haben, wird damit gedämmt. Das ist das, was die Nationalbanken damals begonnen haben zu machen und bis heute tun. Und sie tun es aus einem Grund, um zu verhindern, dass diese Krise noch schlimmere Konsequenzen hat, als sie eh schon gehabt hat. Und damit meine ich, dass man einfach damit versucht, vor allem die realwirtschaftlichen Effekte einer solchen Krise aufzufangen durch diese Intervention der Notenbanken. Weil indem sie die Zinssätze tief lassen, gelingt es ihnen, diese zu erwartende Rezession oder Wirtschaftsabkühlung, die nach einer solchen Krise kommt, eben einigermaßen aufzufangen. Und das, muss man sagen, ist gelungen. Es ist gelungen, weil die Weltkonjunktur hat zwar mal kurz gelitten, ein paar Quartale, aber wir haben nicht die große Krise erlebt, wie wir sie in 1927 oder so erlebt haben. Man vergleicht das gerne mit dieser Krise vor praktisch fast 100 Jahren. Da gab es ja auch den großen Börsencrash und in der Folge gab es aber wirklich Hunger und Armut in der westlichen Welt als Folge davon. Zum Glück muss man sagen, Hunger und Armut müssen wir alle nicht erleben in der westlichen Welt. Da heißt es nicht, dass es das nicht gibt, aber es ist nicht so, dass wir Arbeitslosigkeitsraten von 40% bei uns hätten als Folge der Finanzkrise. Also das ist einigermaßen gut gelungen, dieser Teil der Geschichte. Jetzt gibt es aber Befürchtungen, dass diese Beruhigungspille, diese Liquidität der Notenbanken halt andere Konsequenzen hat. Und wie so häufig ist das gut überlegt, denn es wäre ja zu schön, wenn man immer das Problem so lösen könnte, indem es kommt eine Krise, dann kommen die Nationalbanken und intervenieren und dann löst man so das Problem, indem man Geld druckt und es gibt keine Nebeneffekte dieser Kur. Das ist leider nicht so. Und über genau diese Nebeneffekte wird zurzeit nachgedacht, inwieweit eben hier eine verzerrende Wirkung durch diese Notenbankpolitik erfolgt. Das ist mal die eine Sorge, die werde ich Ihnen dann noch mit Zahlen auch darstellen und untermauern. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt. Jetzt hat der Finanzmarkt einige Jahre gelernt, mit der Intervention der Nationalbanken zu leben und hat gesehen, gut, die sind eingesprungen, haben die Zinsen gesenkt, Liquidität zur Verfügung gestellt, das hat die Märkte beruhigt. Tiefe Zinsen führen hoffentlich mal zu einem Wirtschaftswachstum. Das ist so die Intention der ganzen Übung. Nur jetzt sind 7 Jahre vergangen seit Ausbruch der Krise und der eine oder andere beginnt zu sagen, wo ist das Wirtschaftswachstum? Zwar sehen wir, dass die Zinsen tief sind, zwar sehen wir, dass die Interventionen dazu geführt haben, dass sich der Markt beruhigt, aber was niemand sieht ist, wo ist das Wachstum? Also wo sehen wir, dass das wirklich auch im positiven Sinne nützt, diese tiefen Zinsen und diese Intervention der Nationalbanken? Und dann stellt man halt fest, es ist nicht da, das Wachstum. Und jetzt beginnen sich Zweifel am Finanzmarkt breit zu machen, ob diese Politik der Nationalbanken überhaupt tatsächlich wirklich etwas bringt, außer, dass sie für kurze Zeit den Finanzmarkt so einnebelt oder beruhigt, den Banken hilft, Liquidität zuführt, aber in Wahrheit real politisch betrachtet,
gar nicht diesen Wachstumsimpuls generierst, den man vielleicht erwartet hätte. Und das ist eine gefährliche Überlegung, weil wenn der Markt beginnt zu zweifeln an der Wirksamkeit der Nationalbankpolitik, könnte das dazu führen, dass Nationalbanken gar nicht mehr intervenieren können. Und hier spielt jetzt die Psychologie der Märkte eine große Rolle. Denn häufig ist es so, dass die Intervention der Nationalbank, also die beispielsweise tiefen Zinsen, die sie erwirken am Finanzmarkt, ja genau diesen Effekt haben müssen, dass die Wirtschaft dann irgendwann mal wieder Dynamik gewinnt und beginnt zu wachsen. Jetzt weiß man aber, dass das vielfach ein rein psychologischer Effekt ist. Also nur weil alle im Kopf das Bild drin haben, dass tiefe Zinsen gut sind und man dann investieren müsste, beginnt man dann auch zu investieren, und das alleine führt dazu, dass dann die Konjunktur wieder an Schwung bekommt. Wenn jetzt aber die Marktteilnehmer beginnen zu zweifeln, ob die tiefen Zinsen tatsächlich etwas bringen, dann wird dieser psychologische Effekt irgendwann mal gar nicht mehr funktionieren. Also wenn Sie das Spiel durchschauen, in Anführungszeichen, der Nationalbanken, kann das dazu führen, dass die Instrumente der Nationalbanken gar nichts mehr bringen, weil dieser psychologische Effekt ja dann nicht mehr wirken würde. Und damit wäre dann die ganze Politik der Nationalbanken in Frage gestellt. Und das würde uns in eine neue Phase bringen. Während der letzten 7 Jahre glaubte man, die Nationalbanken können uns wirklich helfen. Vielleicht kommen jetzt 7 Jahre, wo der Markt dann denken wird, nein, die Nationalbanken können uns eigentlich nicht aus dieser Krise heraus befreien, sondern es gibt nur jemanden, der uns da rauslösen kann. Und das ist die Politik. Denn nur wenn es wirklich gelingt, echte Reformen umzusetzen, sodass die Wirtschaft wieder anspringt, nur das kann uns eigentlich Wachstum wieder zurückbringen. Und die Nationalbanken, die können, wenn, dann vielleicht nur temporär durch die Maßnahmen uns beruhigen, aber sie können in Wahrheit Wachstum nicht generieren. Und in diese Phase könnten wir jetzt vielleicht kommen in den kommenden Jahren oder Monaten. Das muss nicht zwingend schlecht sein, aber es ist einfach eine neue Phase, die dann auftreten würde. Auf diesen Punkt komme ich dann wieder zu sprechen. Also, ich habe jetzt viel Zeit investiert, um einfach Ihnen mal wirklich die aus meiner Sicht dominanten Themen darzulegen, die sich am Kapitalmarkt abzeichnen und wie diese zusammenhängen. Jetzt habe ich Ihnen ein paar Grafiken mitgebracht, die das einfach untermauern, wobei vieles jetzt bereits in dem, was ich gesagt habe, beinhaltet wäre. Auf dieser Abbildung sehen Sie einfach mal 4 wichtige Teile des Marktes, um auf einen Blick zu sehen, was sich abspielt. Hier oben haben Sie den Aktienmarkt. Der kommt aus einer Phase heraus der letzten Jahre, also ist ab 2010, 2011 dargestellt. Das ist die globale Aktienkursentwicklung an den Aktienmärkten. Die Abbildung oder die Preislinie zeigt von unten links nach rechts oben. Das heißt eben, an den Aktienmärkten war natürlich diese Liquiditätspolitik der Nationalbanken ein Schlaraffenland in den letzten Jahren. Warum? Weil wenn der Markt mit viel Geld der Nationalbanken überschwemmt wird, wenn die Zinsen tief sind, dann macht was jeder Investor? Der überlegt sich, wo investiere ich, und wir alle stellen fest, am Sparkonto kriege ich nichts, Anleihen zu kaufen rentiert auch nicht, für die 0,5% kaufe ich keine Anleihe. Also was machen die meisten? Sie investieren in Aktien, weil sie dort die höchsten Renditen im Vergleich zu den anderen Anlageklassen erwirtschaften können. Das ist ja genau das, was wir alle zurzeit erleben. Zumindest mal der erste Teil, dass wir feststellen, am Bankkonto verdiene ich nichts. Ja, das ist Schuld daran, ist die amerikanische Nationalbank und die europäische. Also die Frau Yellen und Mario Draghi. Das ist der Preis, den wir zahlen dafür, dass das Finanzsystem stabilisiert wurde. Die Intervention der Nationalbanken zur Stabilisierung des Finanzsystems haben zu tiefen Zinsen geführt. Diese tiefen Zinsen haben einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, dass sie eben das Finanzsystem stabilisiert haben, aus den Gründen, die ich Ihnen vorhin genannt habe. Liquidität führt dazu, dass die Märkte sich beruhigen nach der Finanzkrise. Das ist der Vorteil.
Das ist das Gute an der Nationalbankpolitik. Das Schlechte ist, dass wir jetzt tiefe Zinsen erhalten auf unseren Einlagen. Und in einem gewissen Sinne sind das einfach genau die zwei Seiten. Auf der einen Seite zahlen wir etwas, oder anders formuliert, uns entgeht etwas, nämlich die höheren Zinsen auf dem Bankkonto. Das ist der Preis, den wir zahlen dafür, dass wir umgekehrt etwas anderes erhalten, nämlich die Stabilität der Finanzmärkte. Jetzt könnten Sie berechtigterweise die Frage stellen, warum muss ich eigentlich dafür zahlen, dass die Finanzmärkte stabil sind? Das wäre eine berechtigte Frage. Die können wir dann auch noch diskutieren, ob es vielleicht andere gäbe, die eigentlich zahlen sollten, aber das ist die Implikation des heutigen Systems. Also diese ultratiefen Zinsen bedeuten das. Ja, wir zahlen auf der einen Seite etwas, also uns im Sinne, dass uns etwas entgeht, nämlich ein höheres Zinseinkommen auf unseren Spargeldern. Umgekehrt erhalten wir etwas dafür, das ist diese Finanzstabilität, die dadurch erwirkt wird. Also das ist so ein bisschen, was Sie hier ableiten können. Dann haben wir die Rohstoffpreise hier dargestellt, wie geschildert. Die Linie zeigt ganz in die andere Richtung. Rohstoffpreise sind eben sehr stark gefallen in den letzten Jahren. Die Hintergründe sind eben vor allem die, die ich Ihnen geschildert habe. Ich habe jetzt China vor allem genannt. Da fehlt einfach die Nachfrage aus China für Rohstoffe. Jetzt gibt es da vielleicht noch ein Wort, das man hinzufügen kann. In den letzten Jahren gab es so ein Stichwort an den Finanzmärkten, das war das Stichwort BRIC, die BRIC-Staaten. BRIC, B-R-I-C abgekürzt, steht für Brasilien, also B für Brasilien, R für Russland, I für Indien und C für China, weil das die vier Länder waren, die eben die Weltkonjunktur sehr stark vorangetrieben haben. Das waren eigentlich die boomenden Länder der letzten 10 Jahre. Brasilien, Russland, Indien und China. Und im Prinzip, wenn Sie über diese Namen nachdenken, werden Sie feststellen, aus den BRIC ist nicht mehr viel geblieben. Brasilien geht es ganz schlecht, ist mitten in einer ganz großen wirtschaftlichen Krise zurzeit. Also das B fällt schon mal weg als Konjunkturmotor. Russland, eh klar, denen geht es auch nicht wirklich gut. Auch ganz große ökonomische Probleme, also nicht nur jetzt wegen dem Embargo oder den Sanktionen der EU. Russland hat einfach ganz große wirtschaftliche Probleme. Und das C habe ich eh schon genannt, China geht es auch schlecht. Das einzige Land, das eigentlich heute noch als sehr stabil und wachsend gilt und wahrscheinlich zurzeit von vielen unterschätzt wird, ist Indien. Indien geht es ökonomisch sehr gut, sehr stark wachsend. Demokratisches Land, wenn Sie so möchten, also zumindest im Vergleich zu Russland und China, und wird eigentlich von den meisten unterschätzt. Ganz große Bevölkerung, weiter steigend, gut ausgebildete Leute. Wahrscheinlich ist Indien das kommende Land, also es ist eh schon da, also schon sehr erfolgreich, aber wahrscheinlich wird das an Bedeutung noch deutlich gewinnen und vielleicht in 5 bis 7 Jahren ist das, was wir heute mit China und Russland in Verbindung bringen, also Macht, weltweite Macht, könnte vielleicht dann Indien sein, weil Indien eigentlich sich sehr positiv bewegt und, sagen wir mal, viele politische Probleme nicht hat, die anderen Großen vielleicht haben. Also das hier der Hintergrund. Also still und leise sozusagen entwickelt sich Indien weiter. Und was, glaube ich, Indien einfach auszeichnet, ist, es ist halt nicht so wie China ein Billiglohnproduzent für die Welt, ist nicht so wie Russland abhängig rein von Rohstoffen, sondern eben im IT-Sektor, als jetzt ein Beispiel, wie Sie wissen werden, haben Sie eigentlich die einfach top ausgebildeten Leute, kommen ja eigentlich aus Indien im Ausbildungsbereich, übrigens im universitären Sektor auch Top-Unis, die sich dort entwickeln und etablieren. Also das ist einfach also unter den Ländern, die ich jetzt genannt habe, wahrscheinlich das qualitativste Wachstum, das sie haben, und ein riesiges Land. Ja, ein riesiges Land. Auch dort fast 1 Milliarde Menschen. Und wir sehen übrigens die Top-Ausbildung auch daran, dass die Leute sich bei uns bewerben. Hier bei uns, in Linz oder in der Schweiz, wo ich ja auch tätig bin. Und ich kann Ihnen sagen, die schlagen noch jeden aus der Schweiz oder aus Österreich. Ja, die sind viel besser ausgebildet. Und hungrig, extrem hungrig. Ja, wenn Sie denen sagen, na, Sie müssen, ist mir wirklich passiert, hat sich einer bei mir beworben, Top-Bewerbung, dann habe ich gesagt, na, jetzt will ich schauen, was der kann. Habe ihm gesagt, er muss mir ein Konzept schicken, er wollte bei mir doktorieren. Muss mir ein Konzept schicken,
zu irgendeinem Thema, das wir ausdiskutiert hatten. Und er soll es mir einfach schicken, wenn er fertig ist. Und ich wusste, das ist viel Arbeit. Ja. Also der musste dann ungefähr 30 Seiten schreiben, Literaturrecherche machen, also auch sich viel überlegen. Also da brauchen Sie, also wenn Sie gut sind, habe ich gedacht, höre ich ihn in 4 Wochen wieder. Ja, irgendwie am Montag oder so, am Wochenende haben wir gemailt. 5 Tage später, am Freitag, schickt es mir das Konzept. Perfekt. Einfach perfekt. Auf Englisch. Perfekt. Ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, ich glaube, alle Studenten, die ich so hier im Umkreis kenne, also im deutschsprachigen Raum, hätten sich sehr schwer getan, das in der Qualität zu erstellen. Ja. Und es ist jetzt kein Einzelfall, also ich könnte Ihnen viele dieser Beispiele schildern, die wollen, die können aber auch, muss man sagen, ja, und haben auch eine ganz andere Einstellung zu vielen Themen. Ja. Ich will da gar nicht jetzt meine Studenten irgendwie schlechter darstellen, als sie sind. Ich schätze meine Studenten sehr, aber da merkt man einfach, da kommt was auf die Märkte zu, auch auf die Ausbildungsmärkte. Und irgendwo ist das eine Konkurrenz. Ja? Vielleicht nicht gerade heute, nicht gerade morgen, aber spätestens übermorgen sind das die Leute, die halt mit uns dann in Konkurrenz sind. Und die, das muss man wissen, die sind einfach top ausgebildet, hungrig, können wahnsinnig viel und wollen auch viel. Bitte schön. Woher haben Sie diese gute Ausbildung? Ja, die investieren sehr viel, also in Top-Universitäten im Land. Jetzt muss man natürlich auch sagen, vielfach ist es so, dass die vermögendere Schicht in Indien ihre Kinder dann ins Ausland bringt und an die Top-Unis dann bringt. Aber das muss man ja auch noch können. Ja, es ist ja also Geld alleine reicht da nicht. Also wenn Sie an einer amerikanischen Top-Universität dann da wirklich hinkommen möchten, müssen Sie ja auch was können. Ja. Und Sie müssen dann auch viel leisten dort. Ja, das ist, also ich kann einfach, das sage ich auch meine ist da nichts Negatives, aber meinen Studenten sage ich es auch, also das Leben an einer amerikanischen Top-Uni ist dann ein bisschen anders. Ja. Da arbeiten Sie dann jeden Abend bis 10 Uhr an irgendeiner Case-Study und präsentieren Sie dann morgen. Da sagt der Professor jetzt zum Beispiel, ja, sagt er, gut, Vorlesung zu Ende, morgen machen wir weiter und Sie fassen mir den Volkswagen-Case zusammen, morgen um 8 Uhr. So, und jetzt geht's los, Sie gehen nach Hause, aber dann heißt nicht Fernseh schauen, nicht Österreich-Liechtenstein schauen, sondern dann heißt arbeiten. Ja. Das ist ganz normal, weil der will Sie testen, ja, was Sie können in kurzer Zeit. Es muss nicht jeder auf der Welt das können und es gibt auch andere Dinge im Leben, als jetzt dann an einer Case-Study zu arbeiten. Aber ich sage nur, ja, das zeigt einfach, da herrschen dann andere Einstellungen. Ist zumindest meine Erfahrung, die ich erlebt habe. Habe ich Ihre Frage beantwortet? Ja. Ja, aber geht das gute Ausbildung auch in die Zeit oder ist das nur ein kleines Segment? Jetzt ist natürlich so, da Indien so groß ist, ist die Frage halt schwer, also wie soll ich sagen, natürlich sind es nicht alle, aber da sie ja so viele sind, würde ja genügen 1% top ausgebildet oder 0,5 top ausgebildet und das wäre ja dann schon so viel wie in ganz Kontinentaleuropa. Also das ist natürlich dann auch einfach ein Massenphänomen. Also natürlich in der Breite, wie wir es verstehen würden, wenn wir sagen, bei uns ist das Ziel, ich weiß nicht, 30-40% Hochschulquote, Hochschulabschluss, so gedacht noch nicht. Weil das wären ja dann ein paar 100 Millionen in Indien. Ja. Also es sind natürlich prozentuell weniger, aber von uns her betrachtet sind das dann immer noch anzahlmäßig ganz viele, die natürlich um die Top-Plätze an den Unis, in den Forschungsinstitutionen kämpfen, die auch im Firmenbereich, im Management natürlich top ausgebildet sind. Also nur schon die Sprache Englisch muss man an der Stelle erwähnen. Da tun wir uns zum Beispiel jetzt mit so etwas noch ein bisschen schwer in Österreich. Dort ist das natürlich kein Issue, kein Thema. Ja, die können alle selbstverständlich, also die reden teilweise zu Hause ja dann schon von Anfang weg Englisch. Aber ja, das ist einfach eine Realität, dieser Wettbewerb, der da auf uns zukommt oder in dem wir uns schon heute befinden. Habe ich Ihre Frage? Vielleicht hat jemand andere Erfahrungen gemacht. Ich will jetzt auch vielleicht nicht alles nur schönreden, aber es ist auch eine Realität, die man zur Kenntnis nehmen muss. Ich will auch jeweils meine Studenten nicht entmutigen. Ja, ich sage Ihnen jetzt, das heißt es nicht, man soll es aufgeben und nicht versuchen.
Aber das ist einfach, man muss schon heute mit einer gewissen Seriosität, und da meine ich auch die Jungen im Raum, sich mit Ausbildungsfragen beschäftigen und sich einfach ernsthaft sich gut ausbilden lassen. Und wenn jemand sagt, es ist mein Ziel, irgendwo eine Karriere zu verfolgen, ich anerkenne, das muss es nicht jeder wollen, ja, es gibt auch andere Ziele im Leben, aber wenn jetzt einer sagt, ich will beruflich erfolgreich sein, dann gehört das dazu. Ja, dann muss ich wissen, dass ich heute relativ viel leisten muss. Ich kann es auch, ja, Sie kriegen auch in Österreich sehr gute Ausbildung, aber Sie müssen wissen, da kommen ganz schön pfiffige Leute am Markt, die auch sehr clever sind. Aber das muss ja alles nicht negativ sehen, das kann auch positiv sein. Ja. Also es kann ja auch toll und spannend sein, dann mit diesen Leuten zusammen zum Beispiel in die Ausbildung zu gehen, in irgendeinem Executive-Programm oder was auch immer das ist, und mit denen zusammen etwas zu machen. Also ist ja nicht nur negativ. Haben wir das, diese Inder, sind die in allen Bereichen dann so gut? Oder man hat viel schon von Informatik gehört, aber sind in Wirtschaft und bei den Techniker dann auch genauso? Ich kann jetzt nicht jedes Feld so beurteilen. Ich kann es einfach jetzt in meinem Feld, also Finance und Banking, sind sie wirklich sehr gut. Ja. Also es ist wirklich absolut top ausgebildet. Und Informatik kenne ich jetzt von meiner Bankaktivität, das ist top. Und in den anderen Bereichen vom Hören sagen, ich kann das jetzt nicht auf den Punkt ausführen, wo sie dann vielleicht besser oder schlechter sind. Wie viele Prozent sind Sie jetzt schon in den führenden Positionen oder drängen Sie erst hinein? Oder würden Sie sagen, besetzen Sie sie ja wohl schon? Das kommt schon, ja. Also in den USA schon absolut präsent, ja, weil viele gehen dorthin, um sich auszubilden lassen, bleiben dann unter Umständen und machen ihre Karrieren durch. Ja, da, was soll ich Ihnen sagen? Jetzt sind wir an einem delikaten Thema. Ja. Bei uns ist das halt noch nicht so, ja. Also, aber das beginnt schon ganz an anderen Themen. Also wenn Sie die Besetzung der Vorstände in Österreich schauen und nur schon nach Gender das betrachten oder nach Nicht-Österreichern, ja, das ist da Österreich, man erlaube mir die Bemerkung, hat noch Aufholpotenzial. Ja? Also die Durchdringung mit internationalen Leuten ist noch nicht so fortgeschritten. Ich hoffe, ich habe mich diplomatisch genug ausgedrückt, um aber trotzdem Ihnen zu sagen, was das Thema ist. Ja? Also in der Schweiz, als ein Beispiel, ist natürlich alles viel internationaler, die Besetzung dieser Positionen. Ja? Ja, vieles beginnt ja schon mit der Sprache, oder? In welcher Sprache wird die Sitzung abgehalten? Und ich muss sagen, ich habe schon leider sehr viele Situationen erlebt, wo sie dann in einem deutschsprachigen Umfeld tatsächlich jemanden dabei hatten, der eigentlich englischsprachig war, und trotzdem reden alle Deutsch. Und ja, das fördert natürlich jetzt diese Internationalisierung eher nicht. Ja. Es wäre eigentlich schon Usus heute, dass man halt dann einfach auf Englisch spricht. Ja. Und das ist schon einfach eine Thematik. Ja. Die kann man jetzt auch nicht von heute auf morgen lösen, aber... Also andersrum gesagt, ich sage meinen Studenten immer, sie sollen ins Ausland gehen. Einfach ein Auslandssemester, ein Auslandjahr. Es gibt nichts Wertvolleres als Investitionen in die eigene Entwicklung, so formuliert. Also nicht Ausbildung, sondern Entwicklung. Ich glaube, also jeder von Ihnen, der das gemacht hat, wird hoffentlich bestätigen können, dass das eine Jahr, das ist auch 3 Monate, das bringt einem persönlich so viel weiter. Und da meine ich jetzt gar nicht fachlich, ja, sondern da wächst man als Mensch, und das ist einfach so wichtig. Ja, da lernt man so viel. Also das kann ich einfach nur wirklich jedem empfehlen. Das ändert das Leben im positiven Sinne. Gut, jetzt weichen wir komplett ab von Finanzthemen, um Himmels Willen. Ich muss zurückkommen. Ganz rechts oben, Zinsentwicklung habe ich schon erwähnt. Das ist die Nulllinie. Wir nähern uns der Nulllinie, und teilweise, das ist ja das Perverse, sind wir da schon unter der Nulllinie. Also beispielsweise in der Schweiz, im Schweizer Franken, ist es so, dass sie einen Negativzins haben. Jetzt braucht man ja jetzt nicht wahnsinnig jede Ausbildung gemacht haben in Finance, um zu erkennen, dass negative Zinsen irgendwie skurril sind. Ja. Also wenn Sie Geld anlegen und Sie müssen also sparen, irgendwo der Bank Geld geben, und Sie zahlen dafür, also kriegen nichts heraus, sondern Sie legen drauf, das ist
doch sehr seltsam. Also da muss man jetzt nicht 5 Jahre Volkswirtschaftslehre studiert haben, um zu erkennen, dass das irgendwie doch ein Signal ist, dass irgendetwas nicht ganz im Gleichgewicht ist. Die Intention dahinter ist natürlich auch wiederum irgendwo klar und nachvollziehbar, dass die Nationalbanken das mit Absicht machen, um zu sagen, du lieber Konsument und Bürger sollst dein Geld ausgeben und du sollst nicht sparen. Weil wenn du es ausgibst und konsumierst, kurbelst du die Wirtschaft an. Das will man uns nahelegen. Ja? Nur wir verstehen es nicht. Wir nehmen die Botschaft nicht auf, weil wir konsumieren nicht mehr. Ja? Aber wenn es die Wirtschaft auch nicht aufnimmt, Sie haben ja erst gesagt, absolut. Die Wirtschaft nicht nimmt sich auf, soll es jetzt der kleine Konsument oder Sparer. Genau, das gilt absolut, wie Sie das jetzt formulieren. Der kleine Konsument lässt sich da nicht überreden, mehr zu konsumieren, aber umso mehr, und dort sollte es ja viel mehr wirken, die Unternehmer machen das ja auch nicht anders. Sie erkennen ja auch, dass sie heute ganz billig zu Geld kommen könnten. Praktisch kriegen sie ja sogar was dafür, wenn sie einen Kredit aufnehmen würden, oder zumindest müssten sie keine Zinsen zahlen oder fast keine, und trotzdem tun sie es nicht. Und das ist eigentlich am Schluss die Malaise, könnte man nicht besser darstellen, an dieser Thematik. Das Geld liegt auf der Straße rum im wahrsten Sinne und niemand nimmt es. Niemand nimmt es, um zu investieren. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Wenn wir das nicht lösen, dann kann ich noch x Jahre hierher kommen und Ihnen erzählen, dass wir negative Zinsen haben und wie schrecklich und seltsam das ist, aber es wird sich nie ändern. Also es muss irgendetwas geschehen, damit die Unternehmer beginnen zu investieren. Das würde dann wieder das ganze System hoffentlich wieder ins Lot bringen, die Zinsen würden wieder positiv sein und wieder steigen, wenn Wirtschaftswachstum wieder da wäre. Nur das will einfach nicht gelingen. Und jetzt sind wir mittendrin drin in der Krux, ja, in der Problematik drin. Bevor ich das ausführe, ist noch eine Frage da. Ja, ich glaube aber, dass das große Problem auch darin liegt, dass die Banken das Geld nicht hergeben und sich auf Basel 1, 2, 3 ausreden. Für Unternehmen oder für kleine Unternehmen an Geld zu kommen, ist sehr, sehr schwierig. Das stimmt und stimmt nicht. Ja. Es ist immer die Frage, woher haben Sie beispielsweise diese Information? Es wird immer ein paar Unternehmer geben, die natürlich den Kredit vielleicht nicht erhalten. Und die beklagen sich natürlich. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was war da wirklich der Fall, ja, weil wir kennen nur die eine Seite der Story. Vielfach muss ich jetzt auch sagen, ich kenne ja beide Seiten, ja, haben die Banken dann auch recht, weil das vielleicht das Risiko halt einfach sehr groß war und die Bank dann halt einfach sagt, ja, ich gebe dir schon Geld, aber nur zu bestimmten Konditionen und das kann dann wiederum für den Unternehmer unattraktiv sein. Und jetzt ist die Frage, ja, wer ist eigentlich schuld, dass der Unternehmer das Geld nicht kriegt? Ich will jetzt auch das nicht schönreden, es mag auch Fälle geben, wo die Banken es übertreiben, vielleicht mit Sicherheiten oder gezwungen sind, es zu übertreiben wegen der Regulierung, das ist sicherlich ein Aspekt. Nur heute zu sagen, dass das Kapital nicht da ist oder zu teuer ist, fällt mir schwer zu glauben. Ja. Also so billig wie heute war Geld noch nie und trotzdem will es niemand. Das ist ein Faktum. Ja. Bitte. Was ich schon glaube, es ist einfach, das Vertrauen ist weg. Genau, jetzt müssen wir analysieren, warum. Absolut. Dann denke ich mir, jeder kleine Bürger, unter Anführungszeichen, bis hin zu den kleinen Unternehmen, mittleren, und ja, bei den großen Unternehmen muss ich passen, aber die denken sich halt, da ist was nicht ganz im Luft, da stimmt was nicht. Genau. Und warten ab, was denn da kommen wird. Genau. Das würde mich interessieren, was könnte wirklich schlimmstenfalls passieren? Oh. Also, nein, jetzt reden wir zuerst. Das ist ein mulmiges Gefühl, das ist ja da. Aber was ist da das Szenario, was den Menschen vorschwebt, die jetzt wirklich ein Wissen haben wie Sie? Also, was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Darf ich mal das auseinandernehmen, die Fragestellung, mal mit dem ersten Teil beginnen, den Sie auf den Punkt formuliert haben, nämlich auf den Punkt wollte ich eingehen. Ja, warum ist denn das jetzt so, dass das Kapital da liegt, billig ist und niemand will es in die Hand nehmen und investieren? Und Sie haben es genannt, das Stichwort ist dieses Vertrauensthema. Und dieses Vertrauensthema mag im ersten Moment vielleicht etwas esoterisch klingen, ja, Vertrauen, ein großer Begriff, was meint man genau? Aber doch hat er einfach sehr viel Wahrheit in dieser Thematik und trifft es aus meiner Sicht sehr genau, was die Problematik ist. Denn erstens mal, dieses mulmige Gefühl, das wir haben, wenn wir über negative Zinsen sprechen,
hatte damit zu tun, dass wir den negativen Zins als Ausdruck dafür verstehen, dass etwas nicht stimmt. Und nur schon der negative Zins ist ja eigentlich vertrauensvernichtend. Ja, weil alle sagen, es ist alles in Ordnung, aber der Zins ist negativ. Gesunder Menschenverstand veranlasst jeden zu denken, da stimmt was nicht. Also, negativer Zins und alles ist gut, da stimmt was nicht. Dann wird auch gesagt, beispielsweise EZB druckt 700 Milliarden Euro, das ist gut. Keine Sorge, ihr müsst euch alle keine Sorgen machen, das ist alles gut. Gesunder Menschenverstand sagt einem, Geld drucken in der Fülle, ist das wirklich gut? Also im Prinzip ist es ja so, dass die Maßnahmen, die man versucht zu setzen, um uns zu beruhigen, wenn man darüber nachdenkt, sind ja genau diejenigen, die uns beunruhigen. Das ist mal das eine, was uns betrifft. Dann gibt es die Unternehmer. Ja, die Unternehmer müssen jetzt den Karren aus dem Schlamm ziehen, wenn sie so möchten. Nur dort spielt das natürlich genauso. Die werden halt nur diese Investitionen tätigen, wenn sie das Gefühl haben, die Konsumenten werden bald wieder zu kaufen beginnen. Die spüren aber genau, das ist nicht der Fall, also tätigen sie die Investitionen nicht. Und da ist man gefangen in einem Dilemma. Und es ist natürlich schwer, da jetzt die Blockade, also die Entblockung, die Blockade aufzuheben, ja, dieser skurrilen, kafkaesken Situation, die da entsteht. Ja. Alle warten darauf, dass die anderen Vertrauen plötzlich haben ins System, und doch deutet alles darauf hin, dass ziemlich vieles aus dem Lot ist. Und je mehr man versucht zu helfen und zu beruhigen, desto verdächtiger ist das Ganze, weil das ja den Eindruck verstärkt, dass es eben nicht im Lot ist. Und das ist die Spirale, in der wir irgendwo drin sind. Jetzt noch einmal, wie kann man das lösen? Und noch einmal, da komme ich halt immer wieder auf diesen Punkt, es geht nur über eine wirkliche Reform des Wirtschaftssystems. Und also gerade in Österreich, wenn Sie der Frage nachgehen, wie kann Österreich wieder den Weg zu Wachstum finden? Jetzt können Sie sagen, Österreich soll nicht wachsen, okay, dann ist eh alles gut. Aber wenn Sie der Meinung sind, es sollte Wirtschaftswachstum, ist mal positiv, dann ist die Frage, wie kann das ausgelöst werden? Und da sind wir natürlich dann in einer höchst politischen Diskussion, wo Sie all diese Themen, die man in Österreich diskutiert, inwieweit die Reformagenten, die es in Hülle und Fülle gibt, die Themen sind ja eigentlich aufgelistet, inwieweit es den führenden Kräften, den politischen, gelingt, halt das irgendwo umzusetzen. Und ja, der Eindruck ist, es gelingt noch nicht. Die Regierung macht ja meiner Ansicht nach genau das Gegenteil. Sie sparen ja auch alle. Sie wollen ja auch in einem Sparpaket nach den anderen jeder Ressource sparen. Da wird ja auch nichts angekürzt. Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Das Sparen per se, finde ich, wäre nicht schlecht. Die Frage ist halt immer, wie und wo Sie das machen. Aber selbst die Aussage könnte man jetzt widerlegen. Ja, weil wenn Sie das Budget, das Haushaltsbudget Österreichs anschauen, ist von Sparen weit und breit nichts zu sehen. Ich würde es mir ja wünschen. Sie, ja, richtig. Oder ein Teil des politischen Spektrums redet darüber. Jetzt will ich mich nicht in die politische Diskussion hineinbegeben. Dazu bin ich zu sehr Schweizer und nicht Österreicher. Aber wenn ich die Fakten einfach anschaue, dann muss man feststellen, von Sparen sind wir weit weg, weil die Verschuldung Österreichs steigt und steigt und steigt. Und auch ohne die Hypo. Ja. Hypo-Thema für sich, aber auch ohne die Hypo steigt sie und steigt sie. Also folglich ist es relativ einfach. Die Fakten belegen, es wird in Summe betrachtet nicht gespart. Also es kann schon sein, dass in gewissen Orten gespart wird und aus Ihrer Sicht vielleicht falsch und aus meiner Sicht auch, aber in Summe wird nicht gespart, sondern es wird eigentlich immer mehr ausgegeben. Der Staat gibt immer mehr aus. Und die steigende Staatsverschuldung ist aus meiner Sicht eine der ganz großen Hemmnisse für wirkliches Wirtschaftswachstum. Österreich hat eine Staatsverschuldung von inzwischen 85%
des BIP. Das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön viel. Das sind, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, circa 260 Milliarden Euro Schulden. 260 Milliarden Euro Schulden und steigende Tendenz. Jedes Jahr kommen da locker 4-5 Milliarden dazu. Irgendwann einmal muss das zurückbezahlt werden. Und es ist die Frage, wer in diesem Raum wird das zurückbezahlen? Ich schaue hier eher nach rechts. Ja, Sie werden das alles zurückbezahlen. Den Genuss aber von diesem Geld haben die anderen Herren und Damen in dem Raum, ja, sagen wir mal wir, die Älteren, ja, wenn ich mich dazu zählen darf. Wir haben die Verschuldung aufgebaut, meine Damen und Herren. Diese Generation ist die Generation, die den Schuldenberg in Österreich am meisten ausgeweitet hat. That's a fact. Und das ist die Generation, der wir es aufbürden. Und dieses Problem müssen wir irgendwie lösen, weil das geht eigentlich nicht. Das wird uns irgendwann mal wieder einholen. Ja? Und Griechenland muss man jetzt nicht jedes Mal zitieren, aber es genügen ja schon andere Beispiele. Ja? Sie kennen die gleiche Frage, ich gehe vielleicht gleich auf diese Abbildung, jetzt sind wir schön im Thema drin. Das wunderschöne Italien, ja, das ist Matteo Renzi, der neue Ministerpräsident Italien, also inzwischen nicht mehr so neu. Italien ist symptomatisch für die Europäische Union und Sie können, Österreich ist einfach noch nicht so schlimm, aber in Wahrheit auf bestem Wege dahin. Jugendarbeitslosigkeit, da steht 40%, da ist 50%. Unfassbar, oder? 40% Jugendarbeitslosigkeit. Dann haben Sie industrielle Produktion, Nulllinie. Es tut sich nichts. Entwicklung, Wirtschaftswachstum, GDP auch, rund um die Nulllinie. Staatsverschuldung bei 125% vom Bruttoinlandprodukt. Sind ungefähr 1600 Milliarden Schulden, die das Land hat. Tendenz steigend, obwohl auch dort die ganze Zeit von Sparen geredet wird. Jetzt können Sie Frankreich nehmen. Sie können nebst Österreich, was gibt es da, Portugal, Spanien. Sie können eigentlich die gesamte Eurozone nehmen. Ja, Schweden ein bisschen besser. Okay. Aber viele Länder schaut wirklich nicht gut aus. Und dieses Problem wird die Eurozone lösen müssen. Und es gibt ein paar Wege, um das zu lösen. Und es gibt angenehmere und weniger angenehme Lösungen. Eine Möglichkeit ist, dass diese Schulden durch Inflation wegerodiert werden. Das ist die eine Variante. Und nicht ganz unbegründet sind die Bemühungen der Nationalbanken zurzeit wahrscheinlich schon auch in die Richtung gedacht. Die haben versucht, den Markt mit Geld zu fluten, um auch die Inflationsraten wieder nach oben zu drücken, weil das natürlich den Schuldenberg automatisch abbauen würde. Ja, wenn Sie hohe Inflationsraten haben und der Schuldenberg ist in irgendeinem Eurobetrag ausgeschrieben, also angenommen, Sie haben heute 1000 Euro Schulden, und die Inflation bei uns wäre sehr hoch und Sie müssen über die nächsten Jahre dann die 1000 Euro zurückzahlen, ist natürlich so, wenn die Inflation immer stärker wird, immer größer wird, sind diese 1000 Euro in Wahrheit dann immer weniger wert. Das heißt, für denjenigen, der Schulden hat, ist die Inflation immer super, weil real betrachtet wird seine Schuld immer geringer. Also ein Weg wäre über die Inflation. Das Unangenehme daran ist natürlich, dass im inflationären Umfeld unser Vermögen dann einfach an Wert verliert. Also wir würden dann eigentlich durch Wertverluste unseres Vermögens dann die Schulden dann zahlen. Entschuldigung. Sparvermögen, oder? Aber nicht jedes Vermögen. Sparvermögen, ja, absolut. Ja, danke für den Hinweis. Ja, wenn Sie Realvermögen haben, dann wären Sie geschützt, absolut. Sie wollten noch hinzufügen? Die Gläubiger, die sind
Das sind Ihre Pensionskasse beispielsweise, also von allen, nicht nur Ihre, beispielsweise, oder große institutionelle Investoren, die Anlagefonds, die Sie vielleicht halten, wo Sie drin Anleihen haben, das also am Schluss, auch wenn man sagt, das sind die Großinvestoren, am Schluss ist das auch wieder unser Geld, ja, in irgendeiner Weise. Und das würde eben heißen, wenn Italien zum Beispiel seine Schuld nicht mehr zurückzahlen könnte, es zu einem Konkurs käme, würde das halt heißen, dass auch unsere Pensionskassen und so große Verluste erleiden würden. Wäre auch nicht so positiv. Aber ich war jetzt beim Szenario, wie können Sie das Problem lösen, also diese Schuldenberge. Also das eine ist durch Inflation, aber ist eigentlich alles andere als gut, weil das würde eben heißen, dass wir alle das durch Vermögensenteignung zahlen über die Inflation. Schleichend und unbemerkt, aber es wäre genauso. In der Vergangenheit lehrt die Geschichte, dass Schuldenberge immer so gelöst wurden. Über Inflation, also mehrheitlich über Inflation. Was aber nicht zum Wohle der Allgemeinheit zu betrachten ist. Also ein Weg wäre Inflation. Der andere Weg wäre darin, dass der Staat Steuern erhöht. Er könnte es einfach von uns nehmen, indem er einfach Steuern erhöht, in jeglicher Form. Aber sehr umfangreich natürlich, weil um diesen Schuldenberg abzubauen, wäre das umfangreich. Sie können aber auch sagen, okay, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Die Vermögenden sollen halt dann mehr zahlen und so, denkbar, ja. Ist ein Weg, ja. So würde es auch gehen. Die Frage ist, ob es dann wirklich aufgeht, ob das dann gelingt, so hoch zu besteuern, dass Sie den Vermögensberg dann wirklich abbauen können. Ja. Verursachen erhöhte Steuern, weil gewisse Dynamiken im Markt, die kommen nur wieder ein? Ja, absolut. Also entweder solche Effekte, dass wir natürlich jetzt in der Diskussion, die wir vorhin hatten, Vertrauen und mehr Konsum und mehr Wachstum, das würde dann sofort alles runtergedrückt werden, wenn die Steuersätze steigen. Im Übrigen eine interessante Erkenntnis zu allen Studien, die es zu dem Thema gibt, wie gelingt es dem Staat, mehr Steuern zu lukrieren, also das Steuersubstrat zu erhöhen. In Anzahl Euros, die der Staat generiert. Es gibt einen Weg, ganz einfachen Weg, der immer funktioniert. Steuersätze reduzieren. Tiefere Steuersätze führt dazu, dass der Staat mehr Steuern einnimmt. Warum? Zwei Aspekte. Tiefere Steuersätze reduzieren die Schattenwirtschaft. Sie gehen eher in den legalen Bereich, wenn die Steuersätze tiefer sind. Und der zweite Aspekt ist einfach ganz simpel, wenn Sie so wollen. Wenn die Kosten der unternehmerischen Tätigkeit sinken oder wenn Produkte dann billiger sind, wird mehr nachgefragt. Ich bin mir bewusst, dass die soeben gemachten drei Sätze politisch höchst brisant sind. Aber wenn Sie Studien anschauen, das sagen die Studien, nicht der Kocka, sondern die Studien. Okay, jetzt war ich bei den Methoden, wie man die Steuerschuld reduziert. Also wir hatten Inflation, wir hatten die Besteuerung. In irgendeiner Art und Weise sind beides Enteignungsformen, wenn Sie so möchten. Ja. Und dann gibt es, sagen wir mal, die gute Lösung. Ja, das wäre Wachstum, Wirtschaftswachstum. Ja, das wäre die gute Lösung. Vielleicht habe ich noch die eine noch vergessen, an die will ich jetzt gar nicht denken. Das wäre die Variante eben, dass sie einfach Konkurs gehen. Dass sie einfach als Staat sagen, ich zahle meine Schulden nicht zurück, Punkt. Fertig, ich streiche meine Schuld. Wäre auch noch ein Weg. Aber an den will ich jetzt gar nicht denken. Ja. Also. Das wäre diese Ja, jetzt sind wir nahe bei der Antwort auf Ihr mögliches Szenario, was das Schlimmste wäre, was passieren könnte. Also das wäre schon ziemlich grausam, ja, wenn sowas passiert. Ja. Darum, an das will ich jetzt gar nicht denken wollen. Ja? Also, Inflation, Besteuerung, komplett Konkurs oder eben Wachstum. Ja? Also mal, jetzt sehe ich es vielleicht auch simpel dargelegt, aber das sind die Varianten.
Und da sind wir halt wieder bei diesem Thema Wachstum und diesen allen Reformthemen, die halt irgendwo zu lösen sind, die ein Land wie Italien lösen muss, die ein Land wie Österreich lösen muss. Die ganze, ich meine, und da komme ich jetzt natürlich in eines meiner Lieblingsthemen als Schweizer, die ganze Europäische Union hat da natürlich ein Problem. Ja, es ist leider weniger lustiger, als ich jetzt tue. Und ich glaube jetzt wirklich ernsthaft, dieses Jahr, da ist so viel passiert in der Europäischen Union und es war alles nicht gut. Also dieses Jahr ist eigentlich dramatisch für die Europäische Union gewesen. Zuerst diese ganze Griechenland-Thematik, die natürlich viele Narben hinterlassen hat. Und glauben Sie jetzt ja nicht, nur weil es nicht in den Medien ist, dass dieses Thema gegessen ist. Überhaupt nicht. Dieses Thema wird mit aller Wucht nochmal kommen und noch einmal und noch einmal, weil es wurde ja in Wahrheit null gelöst. Das Einzige, was passiert ist, man hat einfach sich geeinigt, das, was man bisher gemacht hat, ja, mit Pflastern das Problem zu lösen, einfach noch einmal zu machen. Einfach noch einmal Kredite zu geben, damit die Griechen ihre Kredite zurückzahlen können. Super. Ja. Also dieses Thema ist nicht gelöst, aber der Unbill, der entstanden ist, zwischen den Ländern, in diesen harten Verhandlungsrunden, das ist noch alles da. Ja? Und diese Narben, die kommen alle noch einmal. Und was ist in Wahrheit geschehen? Das ist meine Einschätzung. Frankreich und Deutschland waren sich nicht einig, wie sie Griechenland lösen müssen. Und jeder Konflikt innerhalb der Europäischen Union zwischen Deutschland und Frankreich heißt, dass die Union zittert, dass die Union wackelt. Weil das ist ja der Grundpfeiler, Frankreich und Deutschland. Und wenn Sie sich erinnern, in diesen Verhandlungsstunden, diese, wo es wirklich hart auf hart ging, wenn Sie sich erinnern, war es ja so, dass Merkel und Schäuble eigentlich Griechenland gesagt haben, wenn ihr nicht einlenkt, kommt der Grexit. Und es war auf dieser Linie unterwegs das Ganze. Bis Hollande gesagt hat, mit mir gibt es keinen Grexit. Und damit hat er sich klar gegen Merkel und Schäuble gestellt. Und Merkel war so weise, das europäische Projekt höher zu gewichten, als die Frage, ob jetzt Griechenland in der Europäischen Union bleibt oder nicht, und hat eingelenkt. Aber das war ein harter, harter Schlagabtausch zwischen Deutschland und Frankreich und das hat Wunden hinterlassen. Und jetzt kommt natürlich das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, Flüchtlingsthematik. Und das ist ja noch einmal so von der Bedeutung her und von der Intensität der Thematik noch einmal vier Ligen höher liegend. Also dieser ganze Solidaritätsgedanke, der die Europäische Union geprägt hat, der ist zurzeit vollkommen am Boden. Aber was Sie sehen ist, ohne dass ich jetzt das Flüchtlingsthema bewerten will, aber rein wie die Staaten agieren, dass da nicht der Solidaritätsgedanke unter den Staaten vorherrscht, sondern jeder schaut für sich in dieser Thematik. Mit einer Ausnahme wieder, Deutschland, ich denke mit großer Weitsicht, ja, versucht hier die Wogen zu glätten in Wahrheit. Ja, weil wir sind uns alle einig, in dem Moment, wo Deutschland eine andere Politik anschlagen würde, ich weiß nicht, was dann passiert. Ja. An den Grenzen. Ja. Ich meine, wir reden über die Europäische Union. Wenn dann solche Themen kämen an den Grenzen und mit Waffengewalt und solche Themen, und wir sind nicht weit weg davon, denken Sie, wo die Europäische Union vor 3-4 Jahren war. Ja. Ganz an einem anderen Ort. Und jetzt sprechen wir über Waffengewalt an europäischen Grenzen. Also, das ist ein hartes Jahr für die Europäische Union. Sehr hartes. Und die Ereignisse dieses Jahres werden aus meiner Sicht noch für 5 oder 10 Jahre die Union prägen. Und ich bin der Meinung, das Gebilde wackelt. Es wackelt kräftig. Das darf man nicht unterschätzen, was sich da jetzt abspielt. Das heißt nicht, dass es nicht wieder kittbar ist, also dass man wieder, also das ist durchaus denkbar,
Aber das sind große Themen, die sich da abspielen. Ja, da geht es nicht um irgendeine, wir regulieren die Einheitsgröße von Glühbirnen und wir wechseln alle auf gesunde Glühbirnen oder verabschieden irgendeine ISO-Norm. Das sind ganz gravierende, grundlegende Themen der Solidarität, der Frage, wie ist eine Union aufgebaut? Und das ist schon gewaltig, was sich da abspielt. Und das hat jetzt eigentlich wenig mit Finanzmärkten und solchen Dingen zu tun, sondern gewaltig. Bis jetzt, interessanterweise, ja, an den Finanzmärkten kein Thema. Flüchtlingsthematik ist kein Thema an den Finanzmärkten. Ich denke, das wird auch so bleiben, bis, mein Szenario, bis es zu solchen politischen Veränderungen kommt, dass eben Regierungen wahrscheinlich dann neu zusammengesetzt wären und damit sich dann wieder die Ausrichtung dieser Länder gegenüber der Europäischen Union verändern könnte, weil Sie wissen, in der Union gibt es natürlich pro-Europäische Union-Kräfte und gegen. Ja. Und ja, ich glaube, Österreich hat jetzt so ein paar Veränderungen erlebt, politische, aber auch nicht so große, schlussendlich. Ja, faktisch, ja, es war viel Troubadou und Aufregung in den Medien, aber faktisch hat sich wahrscheinlich gar nicht so viel verändert. Aber das könnte natürlich schon in Österreich oder in anderen Ländern passieren, dass es in eine Richtung oder andere Richtungen einen Rutsch gibt, dass es vielleicht zu neuen politischen Allianzen kommt, neue Regierungen. Und dann ist die Frage, wie wird das nächste Mal sein, dann unter dieser neuen Regierung, wenn das Thema Griechenland kommt? Wie wird es das nächste Mal sein, wenn eine Flüchtlingsthematik kommt? Vielleicht ist mal Syrien gelöst und dann werden wir vielleicht, weiß auch nicht, Libyen, irgendwas anderes haben, mit vielleicht neuer politischer Konstellation. Und wie wird man dann, und das sind alles Szenarien, die dann sicherlich den Finanzmarkt irgendwo vielleicht auch mal dann tangieren würden. Ja. Aber jetzt ist das noch weit weg, aber es ist vielleicht auch gut, dass nicht jedes Thema immer auch am Finanzmarkt thematisiert wird, ist ja auch nicht so wichtig. Ich hätte eine Frage, und zwar, manche Ökonomen sehen diese Flüchtlingsproblematik langfristig zumindest als positiv. Wir haben ja schon gehört, Bevölkerungswachstum geht zurück, wir bekommen neue Bevölkerung dazu und dass diese Konsumenten, die zu uns kommen, eigentlich das ganze Geld ausgeben, was sie bekommen, weil sie brauchen, also sie geben ja sofort alles in den Konsum. Das heißt also, könnten dann auch sogar Impulse entstehen, längerfristig zum Beispiel, wie stimmen Sie das? Ach, das ist denkbar, aber meine Position dazu, das ist kein ökonomisches Thema, zumindest zurzeit nicht. Ja. Also das Ganze wird auch etwas kosten, ob es in Summe dann plus, minus. Ich finde, das ist eigentlich auch unwichtig, weil in Wahrheit sollte das auch nicht das Argument sein, für was auch immer Sie sich da jetzt dann sozusagen exponieren, meinungsmäßig. Aber ob wir dann einen Euro mehr oder 0,1% Wachstum mehr oder weniger. Ich glaube, ehrlich gesagt, ökonomisch hat das keinen Impact, ja. So oder so. Ja. Also es wird natürlich die Integration wird etwas kosten, irgendwann einmal kriegt man sozusagen auch wieder etwas zurück. Sehr schwer zu kalkulieren, sehr schwer abschätzbar, aber ich glaube, das ist auch nicht die Dimension, unter der man die ganze Thematik betrachten sollte. Ich glaube, da sind einfach andere Themen im Raum und da muss halt jeder selber entscheiden, wie er irgendwo dazu steht und ich glaube, es ist jetzt weniger ein ökonomisches, wäre jetzt so meine Einstellung. Ja. Etwas anderes wäre es vielleicht, wenn wir eben, es ist natürlich auch immer die Frage, wie viele Menschen werden das schlussendlich sein. Ja. Also das ist ja auch schon eine sehr schwierig abschätzbare Fragestellung. Ja. Je nachdem natürlich, wenn es dann anteilsmäßig viel mehr noch wären, dann kann das schon einen Impact haben. Aber ich glaube, wo wir uns irgendwo alle einig sind, zuerst kostet es und wenn es dann einen Nutzen bringen würde, dann eher langfristig, aber ja, umgekehrt muss man jetzt auch sagen, jetzt wurde ja geschätzt, das kostet uns 1 Milliarde in Österreich, die ganze Geschichte. Ja, also wenn es wegen dem ist, leisten können wir uns das schon, weil wir die Staatsverschuldung wegen der 1 Milliarde, also das ist jetzt nicht so das Thema. Ja, also an dem soll es nicht scheitern, es sind aber vielleicht andere Themen. Ja. Aber können Sie, oder haben Sie die Vision von einem Land, auf diese
Erde, wo sie sagen, schauen wir uns das an. Das ist irgendwie, nein, ich meine, die Schweiz. Ja, doch, doch. Ja, das hatten wir abgesprochen, nein, oder, dass Sie die Frage stellen. Das ist jetzt aufgelegt, ja, aber ich will es jetzt natürlich mir auch nicht so einfach machen. Aber jetzt will ich schon ein bisschen über die Schweiz sprechen, wenn Sie schon... Nein, ich meine das ehrlich, ja. Also ich habe in einigen Ländern gelebt, unter anderem in der Schweiz und lebe jetzt in Österreich. Und es gibt halt schon Unterschiede, ja, zwischen... Jetzt sehen wir ja nur überall, ja. Aber sagen wir, ich denke schon globaler. Ja, wobei, da bleibe ich auch bei der Schweiz, weil die Schweiz ist halt eigentlich das reichste Land der Welt oder eines der reichsten. Gleichzeitig aber womöglich zumindest einer der demokratischsten Länder der Welt. Und damit verbindet die Schweiz schon zwei Dinge, die nicht ganz so unattraktiv sind für jeden Bürger auf dieser Welt. Ja. Und ich denke, da kann man sich schon ein paar Dinge abschauen. Weil wenn man diesen Fragen natürlich nachgeht, warum eigentlich dieses kleine Alpenland da so erfolgreich ist als Nation, ist das schon spannend zu verfolgen. Und vor allem natürlich jetzt auch in diesen politischen Themen gedacht, diese Thematik der Demokratie, die sie in der Schweiz haben. Und das ist schon etwas sehr Prägendes in der Schweiz, ja, dass sie halt wirklich zu alles werden sie gefragt, ja, ob sie da einverstanden sind oder nicht. Also wenn, ich habe das ja auch in den Medien geschrieben, also wenn in der Schweiz, wenn Linz in der Schweiz wäre, dann wäre über viele Dinge einfach abgestimmt worden. Ja, beispielsweise Musiktheater, ja, wäre vors Volk gekommen. Wollen wir das, wollen wir das nicht? Auch bezüglich der Finanzierungsfrage, aber ich bin selbstkritisch genug, auch die medizinische Fakultät an der JKU wäre vors Volk gekommen, das kostet ja alles was, also muss das Volk sagen, ja, wollen wir oder nein, wollen wir nicht. Und so können Sie ganz viele Themen heranziehen, wo das Volk ja dann entscheidet. Ja. Habt ihr die Abschaffung des Bankgeheimnisses und den Datentransfer und so weiter auch für das Volk abgestimmt? Das kommt vielleicht vors Volk. Noch, ist noch nicht klar, eine Initiative läuft dazu. Also es könnte vors Volk kommen. Aber was der Punkt ja ist, ist dadurch, dass das so ist, ist das Verhältnis zwischen Bürger und Staat einfach ganz ein anderes. Und das ist in der Schweiz wirklich so. Das ist einfach ganz anders. Der Staat dient mir. Und ich betrachte ihn auch so, ob er das gut macht oder nicht. Und darum ist die Effizienz des Staatsapparates etwas ganz Wichtiges. Und darum ist es auch so, dass zum Beispiel Personen, die Schweizer Politiker, sind niemals so wichtig wie etwa in Österreich, die österreichischen Politiker, sondern es ist mehr das System, das wichtig ist. Es gibt sehr viel mehr Wechsel, institutionell vorgegeben. Also, hui, jetzt wird es aber sehr politisch. Wie soll man das jetzt formulieren? Also, dass Landeshauptleute, sagen wir, relativ lange Karrieren in der Position haben, das gibt es in der Schweiz nicht, weil es zum Beispiel Amtszeitsbegrenzungen gibt. Und dadurch ist klar, dass zum Beispiel persönliche Machtballungen bei Personen gibt es in der Art und Weise nicht, wie vielleicht in Österreich. Auch durch diesen Austausch der wirklich Personen, ja, das verändert halt viel, wenn die Personen dann einfach gehen müssen. Wenn sie wissen, nach zwei Amtszeiten, das war's, fertig, ich kann nicht mehr kandidieren. Da muss ein neuer ran. Und generell ist es so, dass wir natürlich dann auch nicht den Bundeskanzler haben oder das ist alles nicht so. Ja? Wir haben 7 Bundesräte und das sind 7 und nur schon der Umstand, dass es 7 sind, jeder hat halt nur ein Siebtel Bedeutung. Und die sind auch nicht so präsent in den Medien und die sind auch nicht so wichtig. Das ist mehr dann die Institutionen, die vielleicht wichtig sind, aber nicht die Personen. Es ist halt ein ganz anderes System. Und da der Staat dem Bürger dient, ist eben sein Interesse, effizient zu sein. Also es ist einfach ein No-Go in der Schweiz, dass Behörden träge sind und das wird sofort thematisiert werden. Wenn es in der Gemeinde ist, dann wird die Gemeinde dann darüber entscheiden, dass man das ändern muss. Wenn es auf Kantons-, also auf Bundeslandesebene ist,
wird das dann auch vom Volk her sozusagen angeregt, das zu verändern. Ja, und das zeigt halt, dass es einfach auch andere politische Systeme gibt, die doch relativ effizient sind, auch weil man ja dort sieht, dass das ja auch den Leuten im Sinne des Wohlstandes ja auch was bringt. Ja, dass der Staat effizienter ist, sich nicht verschuldet. Staatsverschuldung in der Schweiz ist bei ungefähr 40% des BIPs. Die Schweiz hat eine Schuldenbremse eingeführt, die eine echte Schuldenbremse ist. Das heißt eben, dass die Politiker gezwungen werden, wenn sie Schulden jetzt zusätzlich machen, müssen sie es dann später abbauen, wenn das Land wieder wächst. Das ist alles ganz klar definiert. Also man ermöglicht das Schuldenmachen, weil es kann tatsächlich Situationen geben, wo das ja durchaus gerechtfertigt ist, dass sie zum Beispiel ein Konjunkturprogramm haben oder Arbeitslosen unterstützen, was auch immer. Ja. Dass sie sagen, für 2-3 Jahre unterstützen wir das, da investieren wir. Dadurch erhöhen sich die Schulden. Aber es muss auch so sein, dass wenn dann Wachstum wieder da ist, vergisst man das nicht plötzlich, dass man gesagt hat, ich muss die Schulden abbauen, wie das in Österreich passiert und die Förderung wird dann laufen gelassen. Sondern in der Schweiz wird dann gesagt, so, jetzt geht es uns wieder gut, jetzt müssen wir wieder sparen als Staat. Und der Staat nimmt sich wieder zurück. Und er muss es so machen, verfassungsmäßig vorgegeben. Da gibt es dann keine Diskussion darüber. Es ist halt einfach so, in der Verfassung drin. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, warum hat das eigentlich nur die Schweiz eine solche Schuldenbremse? Weil es ja das Naheliegendste zu sagen, in jedem Land, das ist eigentlich eine tolle Idee, da die Schweizer, das machen wir doch auch. Es wäre doch im Sinne von allen, das zu machen. Ich überlasse Ihnen die Antwort, warum man das nicht macht oder warum es Kräfte gibt oder wer eigentlich dagegen ist. Die USA hat ja auch so eine Schuldenbremse, aber die gibt man jedes Mal, wenn es dann erreicht wird, worum sie ist. Genau, richtig. Darum habe ich betont, die Schweiz hat eine richtige Schuldenbremse, weil auch Österreich hat eine Schuldenbremse. Ja. Aber die funktioniert irgendwie nicht ganz so gut, weil wenn, je nachdem, wie Sie das natürlich verfassungsmäßig ausgestalten, ist ja eh klar, ja, wenn Sie das über ein Gesetz regeln können, dann kann einfach eine einfache Mehrheit im Parlament dann das Gesetz jederzeit überstimmen. Wenn Sie eine Verfassungsbestimmung hätten, bräuchten Sie schon ein qualifiziertes Mehr, was ja schon ein bisschen schwieriger ist. Und das sind ja genau die Dinge, die halt dann vielleicht in der Schweiz halt umgesetzt werden und in anderen Ländern halt nicht. Weil wenn ich Italien wäre, wäre das Erste, was ich machen würde, genau eine solche Bestimmung einführen, dass das Land jedes Jahr mindestens die Schuld um 1% reduzieren sollte. Um 1%. 1%. Würde ich übrigens auch in Österreich einführen. 1%. Ist nicht viel. 1%. Nur 1% pro Jahr. Das reicht. Ist ja nicht dramatisch. Das wäre jetzt nicht 2,6 Milliarden pro Jahr. Das natürlich wäre es ein bisschen schmerzhaft, aber ich finde, das ist der einzige Weg, weil der andere Weg geht ja offensichtlich nicht. Weil alle sagen, ja, muss sparen, aber es gelingt ja nicht. Also müssen sie das politische System zwingen, dass sie sparen müssen. Weil dann müssen sie beginnen zu überlegen, wo sparen wir. Und ich finde, diese Diskussion soll man und muss man auch zulassen. Weil etwas stimmt natürlich dann auch. Wir sind natürlich schon ein bisschen auch mitschuld an der Malaise der Staatsschulden. Weil das ist eben in der Schweiz auch anders. Wenn Sie in der Schweiz ein Problem haben, dann schreit man nicht gleich nach dem Staat. Das ist halt auch anders. Da überlegt man zuerst, soll der Staat überhaupt jetzt da einschreiten? Soll der Staat etwas finanzieren? Gibt es vielleicht eine private Lösung, die nichts kostet, die aber auch das Ziel erreicht? Ist das vielleicht etwas, wo man generell sagen muss, da soll der Staat sich gar nicht engagieren. Die Schweiz ist natürlich viel liberaler geprägt als Österreich in diesen Themen. Ein Beispiel. Wie Sie mitbekommen haben, hat der Schweizer Franken im Jänner dieses Jahres einen Riesensprung gemacht, weil die Schweizerische Nationalbank die Anbindung an den Euro aufgehört hat zu unterstützen. Also der Schweizer Franken hat an einem Tag um 20% aufgewertet. Also er ist teurer geworden um 20%.
Das muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Das heißt, für alle exportierenden Firmen in der Schweiz, ihre Produkte sind am Markt von einem Tag auf den nächsten um 20% im Preis gestiegen, weil der Schweizer Franken 20% teurer geworden ist zum Euro. Natürlich hat die Schweiz oder leidet die Schweiz jetzt extremst darunter. Ja? Der ganze Tourismus leidet, die ganze Exportwirtschaft leidet. Jetzt würden Sie erwarten, dass was passiert. Dass, überlegen Sie sich, was in Österreich passiert wäre, wenn der Euro um 20% gestiegen wäre, oder früher der Schilling. Ja. Machen wir es einfacher. Die Währung wäre so stark aufgewertet, dass die österreichischen Produkte 20% teurer an den Weltmärkten wären und dadurch die Nachfrage sinkt, eine Rezession im Raum steht, Arbeitslosigkeit steigt, weil man muss natürlich dann die Kosten senken, Leute werden auf die Straße geschickt. Was kommt dann natürlich? Der große Aufruf von allen, Hilfe, Hilfe, lieber Staat, wir brauchen Konjunkturpaket, Arbeitslosenunterstützung, blablabla. In der Schweiz wurde bis jetzt nichts verabschiedet. Aber geschimpft wird schon. Geschimpft wird. Und wenn man sich ein bisschen... Ja, geschimpft wird. Geschimpft wird, richtig. Haben Sie recht. Und wie? Aber es wurde nichts verabschiedet. Keine Milliardenprogramme zur Unterstützung der Schweizer Wirtschaft. Ist noch interessant. Gute Frage. Die Zahlen waren gleich im Anschluss, im ersten Quartal, natürlich negativ. Also die Schweizer Wirtschaft schrumpfte leicht, hat sich aber, und das ist auch sehr bemerkenswert, inzwischen wieder gefangen. Ist auch sehr bemerkenswert. Nur das hat alles etwas miteinander zu tun. Weil in der Schweiz das immer so war, dass die Firmen wussten, wir können da nicht auf den Staat hoffen. Wir müssen selber schauen. Wir müssen schauen, dass wir kompetitive Produkte haben. Wir müssen schauen, dass selbst wenn die Währung der Schweizer Franken war ja immer stark, das heißt, die Schweizer Wirtschaft ist auf das ausgerichtet und ruft nicht nach, also sie ruft vielleicht teilweise, aber erhält vom Staat nichts. Und das weiß die Schweizer Wirtschaft und stellt sich auf das ein. Und das macht ja gerade die Stärke der Schweizer Wirtschaft dann eben aus, dass sie schon auf das eingestellt ist. Und zu diesem Punkt müsste man eigentlich in Österreich auch kommen. Dass man eben nicht immer nach dem Staat ruft, weil man selber erkennt, das muss ich lösen. Ich muss so fit sein an den Produktemärkten, dass ich eben, was auch immer passiert, dass ich das auffangen kann. Das hätte viele Konsequenzen. Erstens wären unsere Unternehmen fitter und zweitens wäre die Staatsverschuldung Österreichs tiefer. Und damit wären die kommenden Generationen nicht mit einer großen Bürde auf den Schultern unterwegs. Und das zeigt genau, wie unterschiedlich halt Länder sein können. Und das sind immer systematische Zusammenhänge. Sie können nicht ein Rädchen rausnehmen, aber der ganze Mechanismus zeigt, er ist anders. Und wenn der richtig spielt, kann das dann zu einem stabileren wirtschaftlichen Umfeld führen. Und in Österreich müsste das ja eigentlich auch so spielen, ja? Bedingt hat aber viele Dinge, weil ich weiß schon, es sind ja die Unternehmer selber, die natürlich die Förderungen wollen und ich mache ja den Vorwurf nicht an Sie, sondern da sind ja die Unternehmer in Österreich ja auch so, sobald etwas schief geht oder sie gründen etwas, sofort, welche Förderung kann ich haben, wo kann ich irgendwo Geld beschaffen? Das ist doch auch nicht richtig, eigentlich. Das sollte doch nicht so sein, dass man gleich immer nach dieser Lösung sucht. Aber wenn Sie jetzt natürlich sagen, ich sehe die Welt ganz anders, dann erklärt das halt, warum der eine Österreicher und der andere Schweizer ist. Ich bin halt anders geprägt und will Ihnen nur meine Sichtweise wiedergeben. Ich sage nicht, dass ich recht habe oder dass das die Lösung ist. Ich will Ihnen nur damit sagen, wie tickt ein Schweizer. Ja? Das haben Sie jetzt gehört, der sieht das so. Ja? Und ja, ich kann ja nicht über meinen eigenen Schatten springen. Ich finde das halt nicht ganz so schlecht, wie die Schweizer es machen. Aber ich bin sicher, dass es auch in Österreich ganz gute Überlegungen gibt, warum es so ist, wie es ist. Haben Sie eigentlich, oder hätten Sie dafür gestimmt, dass die Schweiz zur EU dazukommt? Also aus Schweizer Sicht macht es keinen Sinn. Zumindest bisher nicht.
und jetzt schwinden auch die Argumente zurzeit. Ja. Das ist aber einfach aus Schweizer Sicht. Warum? Weil hier die Schweiz halt einfach auf ihrem Weg, sie will nicht zur EU beitreten, sehr gut verhandelt hat mit der EU, mit diesen bilateralen Verträgen, sich die Rosinen ein bisschen herausgepickt hat und dann macht es ja wenig Sinn, dass sie dann beitreten. Ja. Also, und jetzt gerade, ja, fällt es schwer, überhaupt Argumente zu finden, warum man jetzt der EU beitreten sollte. Aber ich mache immer ironischerweise das Gegenstück. Österreich könnte sich überlegen, der Schweiz beizutreten. Wäre auch eine Variante. So, ich danke Ihnen für das angenehme Reflektieren all dieser Themen und wünsche Ihnen einen schönen Abend.